Servus Kameraden, willkommen zurück zur WT Live. Ich bin Keule und wir sind heute am 19., den letzten Tag der Auktionen, die Wargaming da gestartet hat, um den Leuten ein bisschen Knete abzuknöpfen und die Ressourcen ein bisschen einzusammeln, die sie jetzt über Weihnachten wieder verteilt haben. Was ist im Angebot? Ein schwerer Panzer auf Stufe 9 aus den Vereinigten Staaten und wir haben eine T-54 Heavy. Wir gehen mal kurz auf Vorschau und sind ein bisschen überrascht. Das Ding könnte theoretisch auch ein Renegade sein, weil die Kisten sich sowas von ähnlich sehen, beziehungsweise eigentlich sind es im Grunde dieselben Panzer, du hast da oben dieselbe fette Wanze da oben drauf sitzen, wie beim Renegade selber auch, den werden wir uns gleich nochmal anschauen. Von hinten, von vorne, von der Seite, das Ding sieht komplett gleich aus. Das Einzige, was hier halt dran ist, er hat einen extremen Alpha-Schaden für 450, mit 450 Alpha-Schaden auf seiner Kanone, auf einer 120 mm Kanone ist er schon mal richtig, richtig gut. 240 Durchschlag ist allerdings nicht so prall für einen 9er Heavy, das eigentlich eine 10er Kanone sein soll. Also der Trend scheint immer weiter wegzugehen von viel Durchschlag zu etwas weniger bei den Heavys. 240 ist schon extrem wenig. Und auf Premium-Munition haben wir, glaube ich, 300 Durchschlag. Bei 450 Alpha-Schaden 60 Durchschlag, bei 530 Alpha-Schaden auf der HE-Munition. Ja, typischer moderner Turm, relativ rund angerundet oder angewinkelt. Wir haben 254 mm frontale Panzerung an der Wanne und am Turm. 76 mm an der Wanne und am Turm an der Seite und 76 mm Turmpanzerung hinten, beziehungsweise an der Wanne, 38 mm von hinten natürlich immer relativ leicht zu durchschlagen. Jo, 1700 Strukturpunkte für ein faires Feld. Nachladezeit bei der Kanone etwas weniger als 13 Sekunden, das bedeutet 4,8 Schüsse pro Minute. Man kriegt den schätzungsweise auf 10,5 Sekunden runter, die Nachladezeit. Wir haben, was bei dem Panzer richtig geil ist, 12 Grad Gun Depression und 20 Grad Gun Elevation. Das heißt, diese Wanze, die wir hier oben drauf haben, dieser Weak Spot, lässt sich hervorragend verstecken. 12 Grad dürfte ungefähr so sein. Da sieht man von dem nicht mehr besonders viel. Und wir haben eine Zielerfassung von 2,68 bei Streuung von 0,4. Unheimlich ungenaue Kanone. Reiner Nahkampfpanzer. Und schwerer Mehrzweckpanzer würde ich fast nicht sagen. Das ist ein richtiges Frontschwein, so wie er daherkommt. Wenn man den mit dem, wenn die untere Wanne gut versteckt und den nach hinten und ordentlich, also hinterm Hang recht ordentlich positioniert, Hull-Down sozusagen, ist es normalerweise möglich, dass da nicht besonders viel durchkommt, außer man trifft wirklich hier oben rein. Jo, was gibt's noch zu sagen? Eine recht gute TPM von 2166, dafür, dass er so viel Alpha-Schaden hat, ist das relativ hoch angesetzt. Wir haben eine 4-Mann-Besatzung, wir haben 59 Tonnen bei 810 PS und wir haben 34 Kammer vorwärts, 15 Kammer rückwärts. Das heißt, wenn ihr mit der Kiste einmal auf irgendeiner Seite unterwegs seid, war's das, kommt ihr da nicht mehr weg. Wir werden trotzdem mal hier schauen, das ist jetzt der Renegade. Komplett dieselbe Kiste. Sieht von vorn, von hinten und von der Seite komplett gleich aus. Oben der Weak Spot ist natürlich dasselbe. Wir haben ein bisschen weniger Turmpanzerung, 250 mm. Wir haben deutlich weniger Wandpanzerung, 152 mm. Aber ansonsten ist das komplett dasselbe Fahrzeug. Das ist doch. Sie sehen sich komplett gleich. Also, Wargaming hat mit diesem Panzer hier seiner Linie wieder treu geblieben, so wenig wie möglich Ideen ins Spiel reinzubringen und trotzdem Geld zu machen mit einem neuen Panzer. Unter aller Sau, aber was soll man dazu sagen? Genauso ist es. Es wird auch wieder funktionieren. Der wird wieder für ordentlich Gold weggehen. Auch wenn 9 jetzt nicht unbedingt die Stufe ist, auf der gern gefahren wird, gibt es trotzdem den einen oder anderen Sammler, der dafür das Mindestgebot hinlegt, das werden wir uns gleich nochmal anschauen. Ich habe mal zum weiteren Vergleich den EA Phase One rausgenommen. Optisch sehen die sich ebenfalls relativ ähnlich. Wir haben
einen etwas längeren Turm. Wir haben trotzdem dieses angespitzte, dieses runde, diesen wirklich extrem modernen Turm, was ich recht gut finde. Auch hier den Weak Spot deutlich weiter nach hinten gesetzt. Panzer trotzdem mit einigen Unterschieden unterwegs. Jetzt die duale Kette mal ein bisschen voneinander abgesehen, also dass man mit vier Ketten fährt, das ist erstmal was anderes, aber die wären theoretisch eher miteinander zu vergleichen, aber Renegade und T54 Heavy sehen sich zu ähnlich, als dass man allein schon hier auf diesen Bildern, wenn man das, ich weiß nicht, ob ihr das seht oder ob ihr auf dem Handy schaut, das sieht schlimm aus. Die sehen sich alle wirklich komplett ähnlich. Ja. T54 Heavy. Also das Einfallslose von Wargaming macht mal wieder seine Runde und es ist ja ziemlich durchschaubar, dass es einfach nur darum geht, den Leuten hier das Gold abzuluxen. 10.500 ist das Mindestgebot. Wenn man überlegt, dass 2.200 Gold ungefähr 10 Euro sind, dann müsste für den hier 45 Euro blechen. Jetzt dürft ihr euch mal überlegen, wer darauf keinen Bock hat. Also meiner Meinung nach völlig übertrieben. Das Angebot, von mir gibt es natürlich da kein Angebot. 15.000 Stück sind insgesamt da. Er soll selbstverständlich, sieht er nicht schlecht aus. So von den Werten her ist alles okay. Kanone ist vielleicht nicht unbedingt das Prunkstück, aber ich denke mal, die Panzerung und vor allen Dingen die 12 Grad Gun Depression werden dafür sorgen, dass der vor allen Dingen an Hügeln extrem stark gespielt werden kann, wenn er denn mal im Gefecht zu sehen ist. Aber im Großen und Ganzen schätze ich die Kiste eher so auf dem Level ein wie in EA Phase One, wie eine Rain 50 Tonnen. Die werden das Spiel nicht unbedingt verändern. Die werden nicht der Sieggarant sein, wenn ihr in irgendeinem Team das Fahrzeug seht. Das wird weiterhin sowas wie ein Charlemagne sein oder sowas ähnliches in der Richtung. Oder ein Konzept 1B. Die kommen da nicht ganz ran. Aber sie werden trotzdem, denke ich mal, auf einem recht guten Level gefahren, wenn sie dann erstmal im Spiel sind und die Leute sich ans Fahrzeug gewöhnt haben und wenn der Gegner sich daran gewöhnt hat, wie er die Kiste knacken kann. Also, aktuell in den Auktionen der T-54 Heavy Stufe 9, schwerer Panzer der US-Streitkräfte mit interessanten Werten, trotzdem eher ein uninteressanter Panzer, ein reiner Copy-Panzer, abgekupfert vom Renegade. Da kann ich mir auch nicht irgendwie was einreden lassen von wegen, ja, das ist der Trend mit den spitzen Türmen und sonst irgendwas, denn die haben ja einfach auf Kopieren gedrückt und das war's. Mehr ist es nicht. Das ist. Ja. Also, wer gerne mal ein halbes Jahr lang auf neue Panzer verzichten würde und dafür Wargaming ins Gebet nimmt und sagt: Bitte Leute, geht mal die wichtigen Probleme, die das Spiel hat, an und bringt mal da ein paar Sachen in Ordnung. Das wäre mal interessant. Das wäre mal echt cool. Aber Wargaming bringt lieber neue Panzer raus, macht damit Kohle und lässt das Spiel mehr so vor sich hin dümpeln. Muss man mit dazu sagen, solange wie die Leute Geld ausgeben müssen, damit sie im Spiel besser werden, wird Wargaming das Spiel genauso lassen. Wenn es jetzt ein bisschen einfacher zum Spielen wird, werden deswegen nicht mehr Leute spielen, sondern die Leute, die da sind, die werden häufiger spielen und das bringt aber nicht mehr Geld. Das ist nun mal die Sache hier dabei. Dementsprechend ist hier auch wieder der Kapitalismus natürlich die Triebfeder dieses Spiels. Und man sieht es gerade hier wieder, T54 Heavy für 45 Euro. Das ist völlig übertrieben, Leute. Ja, das soll es von mir gewesen sein, wenn es euch gefallen hat, wie immer drauf. Natürlich, wie immer, Leute, eure Meinung ist das A und O. Das interessiert mich. Ich diskutiere auch mit euch. Die bei mir die Meinung unten drunter schreiben, wissen das ganz genau, dass ich da so häufig wie es geht darauf antworten kann. Wenn es euch gefallen hat, wie immer draufklicken, Like da lassen und ein Abo für meinen Kanal. Ich würde mich über freuen. Ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder und ich bleibe bis dahin natürlich für immer eure Keule. Macht's gut und ciao.